81. Das binäre Zahlensystem. Also wir haben jetzt vorher mehrmals gesagt, ich kann 1024 Zustände abbilden mit 10 Bits. Natürlich kann man einfach hergehen und sich überlegen, wie kann ich sie irgendwie alle aufschreiben, und dann kann man eine Tabelle machen, wo man einfach zufällig irgendwelchen Kombinationen von 1 und 0 Bits eine Zahl zuordnet. Aber besser ist es, ein Stellenwertsystem zu verwenden. Und im Wesentlichen, was in dem Block jetzt kommt, ist eine Wiederholung davon, wie das Dezimalsystem funktioniert. Also ich hoffe, dass ihr euch jetzt nicht verulgt fühlt von mir, wenn ich da jetzt euch erkläre, wie das Dezimalsystem funktioniert. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, wie er es in der Praxis verwendet, aber in der Regel denkt man halt nicht so abstrahiert darüber nach, sondern man lässt die Automatismen, die man sich erarbeitet hat, einfach laufen, und darum möchte ich jetzt explizit darauf hinweisen, wie funktioniert denn das Dezimalsystem. Und dann können wir einfach ein beliebiges anderes Stellenwertsystem verwenden für die binären Zahlen. Also das ist zu Basis 2. So, in einem Stellenwertsystem, wie zum Beispiel dem Dezimalsystem, habe ich eine überschaubare Anzahl von Zeichen und kann mit dieser überschaubaren Anzahl von Zeichen beliebig große Zahlen abbilden. Das ist eine große Kulturleistung. Also die Römer zum Beispiel hatten das nicht. Wenn die Römer in neue Dimensionen vorgedrungen sind, was besonders große Zahlen angeht, hat man sich erst einigen müssen, welchen Buchstaben nimmt man jetzt für diese nächste große Stelle. Heute kann man Finanzmarktkrisen haben und man kommt auf Zahlen, die hat zuvor noch nie irgendjemand gebraucht, aber man hat schon das Instrument, um diese Zahlen aufschreiben zu können. Das ist sehr praktisch. Also ich habe ein begrenztes Set von Zeichen, in unserem Fall sind es 10 Zeichen, die Ziffern 0 bis 9. Und die haben für sich mal einen Wert, und 0 ist einfach nichts und 1 ist halt 1 und 2 ist halt 2 und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mehr als 9 brauche, dann mache ich eben eine Stelle dazu und sage, ja okay, aber an dieser Stelle sind die Sachen nicht ihren Grundwert wert, sondern ein Vielfaches davon. Und nachdem ich ja Zeichen habe für 0 bis 9, nehme ich einfach das nächste, sage okay, 10, das ist dann quasi das Vielfache, was für die nächste Stelle gilt. Weil 0 bis 9 kann ich darstellen, für 10 brauche ich noch was. Und dann kann ich auf diese Art und Weise natürlich bis 99 zählen. Und dann stehe ich aber wieder an, jetzt habe ich ein Zeichen bis 99, für das nächsthöchste, für 100 habe ich nichts mehr, also nehme ich ein weiteres Zeichen dazu und verwende wieder die Ziffern 0 bis 9, aber weil sie jetzt an der dritten Stelle sind, sehen wir, das ist 10 hoch 3, also 100 ist der Schritt, in dem wir da zählen. Das heißt, wenn ich eine Zahl habe, wie diese 290 hier, dann kann ich die lesen, indem ich sage, okay, die ganz rechte Stelle, da ist jedes Ziffernzeichen einfach seinen Wert. Und in der nächsten Stelle ist es einfach die Basiswert, also 10, 20, 30 und so weiter und so fort. In der nächsten Stelle ist es dann die Basis im Quadrat, in der nächsten Stelle wäre es die Basis hoch 3, also die Tausender und so weiter. Also allgemein kann ich jetzt hergehen und quasi jede Stelle sagen als den Wert der Stelle mal 10 hoch Index der Stelle minus 1, weil die ganz rechte Stelle mit dem Index 1, quasi 0, hat in der Potenz. Also wir haben 290, das ist 2 mal 10 im Quadrat plus 9 mal 10 plus 0 mal 1.